Klasse zu halten. Und Jens Hertel hat gerade ganz genau noch mal hingeguckt, vor allem auf diese Schlussphase. Herzlich willkommen erstmal bei uns im Studio. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind jetzt ja direkt aus Rostock mit dem Auto hier über die Autobahn hergefahren. Nach so einem Spiel, brauchen Sie da Ruhe und fahren Sie da ohne Musik hierher und denken noch mal komplett das Spiel durch? Oder machen Sie die Musik an und suchen nach Abstand? Naja, das Spiel, das bleibt natürlich im Kopf. Es ist jetzt nicht ganz vordergründig, aber natürlich denkt man immer gerade an diese Szene, warum geht der Ball da nicht rein? Dreimal die Chance gehabt. Ich glaube, wir haben viel investiert in dieses Spiel. Und dann hat man schon ein Stück weit zu knabbeln, dass man eben diese drei Punkte nicht geholt hat. Weil ich meine, die Statistik ist klar, wir hätten heute gerne den zweiten Heimsieg gelandet. Und das ist uns dann halt nicht gelungen, wenn du die Möglichkeiten, die du dann hast, eben nicht nutzt. Das sind ja jetzt auch so diese Clubs, auch Sandhausen, die auch so da unten mit drin stehen und bei denen es doppelt wertvoll wäre, eigentlich zu gewinnen, oder? Um sich ein bisschen Luft zu verschaffen nach unten. Ja, das wäre heute für uns, hätten wir einen großen Schritt Richtung unteres Mittelfeld machen können und uns ein bisschen mehr von den ganz hinten auch absetzen können. Aber hätte, wäre, wenn, gibt es im Fußball nicht. Deswegen nächste Woche St. Pauli, in jedem Spiel ist was drin, das haben wir gesehen in dieser Saison. Auswärts sind wir jetzt auch nicht so schlecht unterwegs und es gilt da halt auch beim Tabellenführer dann natürlich Farbe zu bekennen und versuchen Punkte mitzunehmen. An der Mentalität lag es ja heute auch nicht. Das ist ja etwas, was Sie immer wieder einfordern und was auch in der Aufstiegsmannschaft ganz positiv war, dass sie immer Mentalität gezeigt hat. Ihre Mannschaft hat das heute auch gezeigt. Also was sind so die Dinge, an denen man noch arbeiten muss und warum hat es heute nicht geklappt? War das Glück, also das Glück, was gefehlt hat am Ende oder? Ja, zuerst muss man sagen, also die Mannschaft hat wirklich alles probiert und alles reingeschmissen. Ich glaube, jeder, der im Stadion war, hat gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten bis in die letzten Sekunden hinein, versucht immer noch irgendwie nach vorn zu spielen und den Ball da irgendwie über die Linie zu drücken. Aber diese Mentalität und diese Hingabe, alles reinzuschmeißen, das ist einfach auch Pflicht für uns A, als Aufsteiger, B, wenn du für so einen Verein wie Hansa Rostock spielst, wo über 20.000 Leute ins Stadion kommen, die erwarten, dass du alles für diesen Verein gibst. Und das ist mir dann schon auch sehr, sehr wichtig, dass wir das auch abbilden auf dem Platz. Und ohne dem wird es aber auch nicht funktionieren, weil ich muss man ja irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Finanziell sind andere Vereine natürlich anders aufgestellt. Deswegen müssen wir es über diese Schiene machen und das sind wir bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren. Aber man muss sagen, Werder Bremen, der HSV, die hängen da genau in ihrem unmittelbaren Umfeld. Also die haben vielleicht finanziell andere Möglichkeiten. Also meine Frage ist, reicht das, diesen Aspekt oder dieses diese große Qualität, die Sie mit Ihrer Mannschaft haben, diese Mentalität, reicht das am Ende für den Klassenerhalt? Was glauben Sie zum jetzigen Zeitpunkt? Das ist immer die Basis und dann brauchst du natürlich so Leute wie John Verhoek im Moment, die dann halt irgendwo einen Lauf haben und dann halt Bälle reinmachen oder beziehungsweise wie Markus Kolke hinten halt entscheidende Situationen dann eben auch mal für uns lösen. Ohne dem geht es natürlich nicht. Wir müssen zusehen, dass wir gerade vorn das natürlich auf mehr Schultern verteilen, gerade was so die Tore betrifft. Also es haben jetzt viele probiert, ihre Möglichkeiten gehabt, so auch ihre Chancen und jetzt gilt es dann natürlich an der Effektivität zu arbeiten, diese Abschlüsse dann eben auch reinzumachen. Sie sind jetzt schon in der vierten Saison Hansa-Trainer. Ich erinnere mich noch, dass man Ihnen am Anfang so ein bisschen mit Skepsis erst begegnete. Pavel Dovtchev war vorher Trainer, war sehr beliebt. Dann kamen Sie, die Leute waren erstmal so ein bisschen skeptisch. Und jetzt hat man das Gefühl, das läuft ganz gut. Sie verstehen sich gut mit Martin Piekenhagen, soweit man das von außen beurteilen kann. Die Leute mögen Sie, die haben beim Aufstieg alle Ihren Namen gerufen, als klar war, irgendwie Rostock steigt auf. Was macht das mit Ihnen? Ja, also muss man nochmal zurück zum Anfang. Also das war klar, ich war 6 Wochen weg aus Magdeburg, war da über fast viereinhalb Jahre. Das war auch keine unerfolgreiche Zeit. Wir waren zweimal aufgestiegen. Ja, wir haben auch immer in Rostock gespielt. Das waren immer heiße Duelle. Deswegen war das für viele wahrscheinlich schon erstmal ein bisschen schwierig. Wieso kommt der jetzt hier direkt nach Pavel und warum Pavel dann eben doch aufgehört hat oder gehen musste. Das war in der Situation für alle irgendwo schwierig und das war jetzt dadurch kein ganz einfacher Start. Aber ich glaube, mit den Leistungen, wir haben uns stabilisiert in dem Jahr, wir haben in dem Jahr drauf schon dran geschnuppert, haben es dann hinten raus in dieser Corona-Geschichte nicht ganz geschafft und im nächsten Jahr nochmal Gas gegeben und dann ja, mit ein bisschen Glück am Ende auch das über die Ziellinie gebracht und wenn du große Dinge schaffst, ich glaube, dann sind viele Dinge auch vergessen und dann
fangen die Ohren neu an zu ticken. Das klingt sehr bescheiden. Sie sind schon immer sehr bescheiden, auch ein Stück weit vielleicht introvertiert. Wir Journalisten wollen immer noch so ein bisschen gerne mehr wissen. Und wenn man Sie besser kennenlernen möchte, dann ist eine Möglichkeit zum Beispiel, sich mit denen zu unterhalten, die eng mit Jens Hertel zusammenarbeiten. Elli Hürer hat das in diesem Fall getan. Gar nicht so einfach, dem Jens Hertel auf die Schliche zu kommen. Ist er Typ Draufgänger oder doch eher Mr. Pokerface oder einfach nur der kultige Trainer von der Ostsee? Einer, der jeden Tag an seiner Seite steht, ist sein Co-Trainer Ronny Thielemann. Wer sollte also besser wissen, wie dieser Jens Hertel so wirklich tickt? Ich kenne natürlich komplett auch die andere Seite von ihm, aber es ist schon so, dass er eher so ein zurückhaltender Typ ist und nicht immer bei der ersten Begegnung mit jemandem mit High Five startet und den sofort in den Arm nimmt. Das ist schon so, aber wenn einmal das Eis gebrochen ist, glaube ich, ist es ein sehr zuverlässiger und auch freundschaftlicher Typ. Seit 2016 sind die beiden ein Trainerduo. Damals noch beim ersten FC Magdeburg. 5 Jahre, in denen sich Jens Hertel vor allem menschlich verändert hat. Das kann ich unterschreiben, dass da ist er extrem lockerer geworden. Ja. Lockerer geworden also? Mal schauen, was seine früheren und aktuellen Spieler dazu sagen. Von kein Lächeln zu einem Lächeln, wo die Winkel der Lippe hochging, das war ja schon ein Euphorieausbruch. Das ist dann immer schon ganz schön zu sehen, denn wenn diese Freude nicht so inflationär irgendwie jeden Tag zu spüren ist. Also einer, der im Mannschaftskreis auch mal einen lockeren und flotten Witz rauslässt? Sein Lieblingswitz, manchmal verstehe ich den nicht ganz, weil es ist dann doch ein bisschen der ostdeutsche Slang, aber er hat einen ganz guten Wortwitz. Das ist immer ganz witzig. Wortwitz. Bei Jens Hertel aber eben vor allem gepaart mit viel Ruhe, Disziplin, Sachlichkeit. Er ist eben einer, der ständig am Tüfteln ist. Freizeit ist jetzt ein Wort, was nicht sehr groß geschrieben wird im Wortschatz von Jens Hertel. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Geheimnis seines Erfolges. Er ist halt total akribisch, sehr fleißig, ist immer der Erste, glaube ich, der früh da ist und abends immer der Letzte, der geht. Der Erfolg spricht für ihn. Denn Aufstieg kann er. Den ersten FC Magdeburg führt er in 4 Jahren von der Regionalliga bis in die zweite Bundesliga. 2019 der Wechsel nach Rostock. Und auch mit Hansa gelingt ihm der Aufstieg in Liga 2. Und falls er dann doch mal nicht an der Seitenlinie steht, hat er noch Hobbys. Da ist er auch schon, denke ich, so mit Spaziergängen und Restaurantbesuchen gut unterwegs. Dann habe ich ihm schon gesagt, könntest du nach deiner Karriere als Trainer hier den Restaurantführer von Warnemünde ausformulieren. Na, da sollte die Karriere nach dem Trainerjob doch gesichert sein. Und da sagt noch einer, der Mann hat keine Freizeit, er hat zumindest Zeit, um ins Restaurant zu gehen. Legen Sie viel Wert auf schönes Essen oder können Sie sich dafür begeistern? Also das ist wichtig, also dass man da auch immer mal Abstand gewinnt. Und das geht mir und meiner Frau am besten, wenn wir ein gutes Essen haben. Oder das muss nicht immer super elegant sein, das kann also auch gut bürgerlich sein, aber einfach eine nette Atmosphäre und wir haben dann Zeit, einfach auch ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Und inwieweit ist das, man hat ja gerade schon gemerkt, Ronny Thielemann ist irgendwie ganz anders, inwieweit ist das so ein Erfolgsrezept von Ihnen beiden? Sie arbeiten schon so lange zusammen, seit 2014, dass der eine so ist und der andere eben ein bisschen anders. Ist das genau richtig für Sie? Das muss auch so sein. Mhm. Also ich meine, die Rolle eines Co-Trainers ist immer eine andere als die eines Chefs. Ich war auch Co-Trainer. Dann kann man zu den Spielern noch mal ein anderes Verhältnis aufbauen, als wie man das vielleicht als Chef kann. Weil man, dann muss man nicht diese harten Entscheidungen treffen und dann eben auch zu sagen, okay, wir sind 25 Mann oder 27 Mann im Kader, 11 können nur spielen. Also ich muss mehr negative Nachrichten mitteilen als positive. Und deswegen ist es immer nicht ganz so einfach, da eine Lockerheit gegenüber jedem Spieler dann irgendwie aufzubauen. Apropos Co-Trainer, wenn man mal in der Zeitung was sagt, dann findet man das ja immer wieder. Ich hatte jetzt gelesen, dass Sie mal gesagt haben, Sie wären so gerne mal vielleicht sogar Co-Trainer von Jürgen Klopp, einfach um mal reinzuschnuppern in die Premier League, wie das da abläuft, wie die bestimmte Sachen machen. Ist das noch aktuell? Das ist total spannend, das würde ich gerne mal machen. Also man kocht ja irgendwo so ein Stück weit in seinem eigenen Saft. Also ich bin jetzt seit 2005 Trainer. Man macht da seine Erfahrungen, man findet seine Wege, aber irgendwo stößt man dann halt natürlich auch an Grenzen. Und dann wäre es halt gerne mal so für mich der Blick einfach, wie wird so ein großer Verein geführt mit so vielen
Spezialisten ringsrum, wie ordnen die das alles ein, was ist für die wichtig an Daten, was haben die so für sich rausgezogen, um dann diese unheimliche Intensität, also Premier League und dann Champions League und das immer wieder im Drei-Tage-Rhythmus hinzukriegen. Das wäre schon sehr spannend. Wir sehen hier Jürgen Klopp mit seinem Staff, wie man ja heute sagt, mit seinen Trainern und Assistenten. Ja, sie haben noch ein Jahr Vertrag bis zum nächsten Jahr und dann könnte man das ja mal weitergeben, vielleicht die Information. Ich glaube, da kommt ganz gut ohne mich zurecht. Von welcher Seite bekommen Sie Unterstützung? Wie wichtig ist für Sie Familie? Die halten Sie auch größtenteils raus aus den Medien. Ihre Frau haben Sie jetzt erwähnt. Sie haben auch zwei Söhne. Die sind, glaube ich, schon, ja, da sieht man ihn ganz klein. Das ist 99. Aber jetzt ist er schon Student mindestens, oder? Genau. Schöne Grüße an John. Der ist jetzt gerade dabei, sein erstes Staatsexamen in Jura zu schreiben. Hat jetzt schon zwei Termine weg und morgen geht es für ihn weiter in Berlin. Und dem wünsche ich viel Glück an dieser Stelle. Aber Familie ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Also so mein, das ist meine Base, das ist wichtiger als Fußball, als alles andere. Das ist mir in einer gewissen Art und Weise heilig und das steht immer an erster Stelle. Und deswegen, wir halten zusammen als Familie und das ist extrem wichtig für uns. Und stimmt es, dass Sie ab und zu auch mal in die Kirche gehen und das auch Kraft spendet für Sie? Ich hatte das gelesen, dass Sie es auch nach dem Aufstieg gemacht haben. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre Christ und das ist für mich schon extrem wichtig. Das ist ein Halt für mich, ein Anker. Es gibt mir Orientierung im Leben und auch für meine Frau. Und das können wir zusammen eben auch genießen und dann eben auch Gottesdienste zu feiern. Woher kommt das? Hat Ihnen das die Familie nahegebracht? Oder wie sind Sie überhaupt drauf gekommen? Naja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich glaube, das würde jetzt hier den Abend ein Stück weit sprengen. Aber müssen Sie noch mal wiederkommen. Also es ist schon so, dass meine Eltern in der Kirche schon auch waren, aber eben keine Gottesdienstgänger, sondern es kam dann später über so eine Jugendgruppe, wo ich dann irgendwo am Ende des Tages Feuer gefangen habe und gesagt habe, okay, da ist vieles dran, was ich so erlebt habe und was man dann eben jetzt auch selber erlebt. Ich glaube, wir könnten über so viele Themen noch weiterreden. Sie müssen unbedingt noch mal wiederkommen. Das war der erste Besuch und hoffentlich nicht der letzte, Jens Hertel. Vielen Dank. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall viel Spaß beim Spiel gegen St. Pauli. Ist auch ein Nordclub. Aber wir wünschen Ihnen ein tolles Spiel nächste Woche und sagen erstmal vielen Dank, dass Sie heute noch nach Hamburg gekommen sind. Danke. Und liebe Zuschauer, den